Yo, meine lieben Bros! Es gibt zwei Arten von Online-Games. Einmal die Spiele, die wirklich so einfach sind, dass ich mir fast einen Krampf einhole in meinen Finger, weil ich die ganze Zeit nur drei Tasten drücken muss. Und einmal die, die wirklich... Heute stelle ich euch Zweites vor. Heute stelle ich euch in Zusammenarbeit mit den lieben Leuten von Dragon Nest ihr bekanntes und kostenloses MMORPG Dragon Nest Europe vor. Oh yeah. Dragon Nest kombiniert gutes Online-Spiel und Anime miteinander auf der bestmöglichen Weise. Oh yeah. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Spielen braucht der Spieler in Dragon Nest tatsächlich Skill, um weiterzukommen. Das heißt, reines Gedrücke von drei Tasten bringt euch in dem Spiel den Kopf des Drachens nicht ein. Ihr habt die Möglichkeit, über ein Quest-System ganze Welten und Territorien zu erkunden und euch bis Level 95 aufzuleveln. Ist das nicht was? Und dadurch, dass das Spiel so konzipiert wurde, das mit mehreren Freunden zusammen zu zocken, macht das gleich dreifach so viel Spaß. Es gibt nämlich zwei Arten von Dungeons. Einmal die ganz normalen Dungeons, wo auch Spieler mit niedrigeren Level rein können. Alleine oder mit mehreren Freunden könnt ihr diese Dungeons betreten. Na, dafür sind die Items, die ihr am Ende bekommen, nicht jetzt die nice-to-dice-haftesten. Von diesen Dungeons gibt es in dem Spiel 100 Stück. Aktuell. Es kommt immer mehr dazu. Und dann gibt es die Nests. Nests sind im Prinzip High-Level-Zonen, wo ihr nur in Gruppen reinkommt von 4 oder 8 Spielern und ihr braucht ein Eintrittsitem, um überhaupt reinzukommen. Zum Beispiel wie ein Show. Diese Nests bestehen aus mehreren Ebenen mit jeweils einem Endboss, der auch nice-to-dice Sachen abwirft. Aber wenn ihr es tatsächlich schafft, wenn ihr es wirklich schafft, bis ans letzte Level zu kommen, wo der ultimative, Muten-Roshi-mäßige Endboss auf euch wartet, das ist meistens ein Drache, aber manchmal ist es auch kein Drache. Und wenn ihr es schafft, mit euren Freunden gemeinsam den Motherfucker zu besiegen, dann bekommt ihr Items, die ihr sonst nirgends im Spiel kriegt. Aber das ist nicht das Ding. Das Ding ist, zusammen mit Freunden dieses Gefühl, dieses Erlebnis, der Spaß, so weit zu kommen, wie noch kein anderer zuvor war. Gotta catch them all, Pokémon, yeah! Du wisst, was ich meine. Nee, ernsthaft, das macht wirklich einfach ultra Spaß, zusammen mit den Freunden da reinzugehen und einfach diese ganzen Pisser platt zu machen und sich bis ans Ende hochzukämpfen und diesen blöden Drachen da fertig zu machen. Wer ist das denn? Wer bist du denn, hä? Aber bevor ihr überhaupt so weit seid, meine lieben Schüler, müsst ihr erstmal einen Charakter erstellen. Und das ist eine andere Sache, die ich an Dragon Nest so liebe. In anderen Spielen ist das nämlich so, ihr sucht euch eine Klasse aus, levelt den Pisskopf auf und dann ja, dann... Insgesamt habt ihr 32 Charakteroptionen und selbst mit einem Charakter könnt ihr je nach Belieben Skills verbessern und entwickeln lassen. Und. Was euch insgesamt hunderte verschiedene Möglichkeiten bietet, euren Charakter zu entwickeln. Also im Prinzip habt ihr dann ganz am Ende einen ganz personalisierten und eigenen Charakter, der einzigartig ist. Genauso wie du. Ja, ja. Das hast du immer von deiner Mama gehört, was? Du bist einzigartig. Ja, bist du auch, aber nun Dragon Nest. Von Zeit zu Zeit hauen die Macher des Spiels auch mal neue Klassen raus, die es dann aber auch nur für eine kurze Zeit gibt. Wie genau ab jetzt zum Beispiel, denn heute kam der neue Patch von dem Spiel raus. Das ist sowas wie ein Update des Games, in dem ihr mit dem Oracle Elder spielen könnt. So krass es sich auch anhört, aber Dragon Nest updatet das Spiel monatlich und diese monatlichen Patches erweitern den Inhalt des Spiels noch mehr. Neue Charaktere und Nests erscheinen so alle 2 bis 3 Monate. Und an Special Events wie Halloween, Weihnachten oder Ostern darf es natürlich auch nicht fehlen. Ihr seht, ihr könnt also komplett euren eigenen Pisskopf erstellen und dadurch, dass das Spiel nicht nur aus reinem Tastendrücken ist, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sondern ihr wirklich Skill und Know-how braucht, um das Spiel wirklich zu meistern, finde ich persönlich, dass Dragon Nest das perfekte Anime-Adventure-Online-Game ist für dich und deine gesamte Familie. Okay, vielleicht nicht die Familie, aber zumindest für dich. Also, wenn ihr Lust habt und das Spiel mal austesten möchtet, warum nicht? Link zum Game in der Beschreibung. Kann es wirklich nur empfehlen, vor allem in Gruppen oder mit Freunden das Game einfach durchzusuchen. Das bockt einfach so sehr. Wenn ihr Lust auf noch mehr Game-Empfehlungen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich hab noch auf jeden Fall ein paar Games auf Lager. Und ich hoffe wirklich, ich konnte ein paar Leuten da draußen ein neues, cooles Game vorstellen. Denn ich weiß genau, wie es ist, so gameloses Leben zu führen, ohne Sinn und Hoffnung. Ich glaub mir, ich kenne es. Also passt wie immer für euren Chinchin auf. Besiegt schön ein paar Drachen für mich. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Und... Ja, tschüss.